Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch und zur letzten Folge von Falcon and the Winter Soldier, nämlich zur Folge 6. Eine Welt, alle geeint. Die bespreche ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe mal wieder den Patrick an meiner Seite. Servus, Patrick. Für Amerika. Und dann haben wir wieder einen Gastsprecher, unser heißgeliebten Stu. Servus, Stu. Ein Podcast, alle geeint. Hallo. Genau, also wir sind hier bei unserem letzten Recap, das heißt aber nicht Recap, also der letzte Recap allgemein, sondern wir sehen uns ja bei Loki wieder, aber für Serie Falcon and the Winter Soldier auf jeden Fall. Und wir haben doch wahrscheinlich noch einen Abschlusscast, mal sehen. Genau, so wie bei WandaVision machen wir das auch hier bei Falcon and the Winter Soldier, wo wir die Serie im Allgemeinen besprechen. So, aber jetzt im ersten Moment machen wir es wie gehabt, wir wollen von dir wissen, Patrick, wie du denn die Folge im Allgemeinen fandest und dann natürlich auch vom Stu. Nee, wir machen erst den Stu, Ja, natürlich zuerst den Gast. Erst den Gast, genau, erst das Stu und dann Patrick. Wie fandet ihr es im Allgemeinen? Im Allgemeinen, also jetzt nur die Folge. Ja, nur die eine Folge. Eher schwach. Oh, sorry. Nee, also das Schwach ist jetzt übertrieben, aber ich war ja hier schon mal zu Gast. Und ich glaube, da habe ich schon gesagt, dass Falcon und Winter Soldier für mich halt so diese Marvel-Standardware ist. Und das wurde auch hier jetzt wieder durchexerziert. Und es gab ein paar Momente, die waren gut gemeint, die fand ich aber eher schwach. Darauf kommen wir dann später. Aber ich bin, das kann ich schon mal vorwegnehmen, nicht der größte Fan dieser Serie. Okay. Und wie sieht es bei dir aus, Patrick? Ich fand die Folge jetzt im Vergleich zu der dritten und vierten ein Stück weit schwächer. Vor allem so Action im Dunkeln spielen zu lassen, ist für mich immer so ein netter Trick, um so ein bisschen zu kaschieren. Da hat vielleicht ein bisschen Geld gefehlt. Ein paar Sachen fand ich albern, aber es wurden schon nette Aussagen in der Folge getroffen und ich hatte so ein paar Gänsehautmomente. Ja, ich muss jetzt sagen, da gebe ich dir recht, Patrick, also es ist im Gegensatz zu den Folgen davor sehr dunkel gehalten eigentlich, die ganze Folge. Und ich muss du teilweise auch recht geben, dass es im Gegenteil zu den Folgen davor recht langsam ist, außer diese Action-Szene hier gleich am Anfang. Aber auch wieder Patrick recht geben, weil ich habe auch eine Träne verdrücken müssen. Ja, jetzt muss ich dich entscheiden, bist du Team Stu oder Team Patrick? Also beides geht ja nicht. So. Lieber Sam, jetzt musst du dich entscheiden. Genau. Hier ist dein Herzblatt. Nein, andere Folge. Der Herzblatt-Helikopter bringt euch nach Wakanda. Sam wählt Tor 2. Ja, genau, Zong. Nee, ich hatte wirklich am Ende, gibt es eine Szene, aber da kommen wir, wie gesagt, später drauf. Ich weiß, welche du meinst. Da hatte ich echt ein Kloß im Hals. Da habe ich mir echt eine Träne verdrücken müssen. Deswegen, ich finde, die Folge macht für die ganze Serie schon ein würdiges Ende. Ich weiß, ich springe jetzt, aber wisst ihr, wo ich total enttäuscht war? In der letzten Folge, in dieser After-Credit-Scene, sehen wir ja, wie John Walker verbissen an irgendwas bastelt. Und naja, ich dachte, was kommt jetzt? Baut er sich so einen Kampfanzug, so à la Tony Stark in Iron Man 1 oder so? Nee, er baut sich nur das Schild nach. Das fand ich dann irgendwie der Reveal ein bisschen, Vor allem, wenn man dann in der Folge sieht, wie stabil dieses Schild ist. Ja, also wirklich, also er baut da seinen komischen Medal of Honor da ein und dann sieht man einmal kurz, dass er da, wenn er da verprügelt wird, auf dieses Medal of Honor guckt und dann so verbissen wird und dachte ich, kommt jetzt so dieser Moment, wo er sich denkt so, ich muss jetzt kämpfen und dadurch an Stärke gelangt, aber das hat auch nicht so richtig funktioniert. Also das fand ich irgendwie seltsam, hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie zwar wissen, wo das Endziel dieser Figur ist, zumindest innerhalb dieser Serie, aber nicht so richtig wussten, was sie jetzt noch so richtig mit der Figur anstellen sollen in der letzten Folge. So kam es mir halt zumindest vor. Und ich möchte hier aber trotzdem anmerken, dass ich finde, dass dieser John Walker, und ich weiß, da werden mich jetzt total viele Leute für hassen, aber für mich ist das mit einer der interessantesten Figuren in dieser Serie. Nee, da gehe ich sogar mit dir mit. Der hat, und das ist auch eine Stärke der Folge, der hat echt sowas Ambivalentes. Er ist jetzt weder gut noch böse. Er hat
auf beiden Seiten seine Momente. Ich finde halt eben, das ist für mich so eine fast schon tragische Heldenfigur. Es ist halt eine Figur, die möchte es unbedingt richtig machen, die möchte es auch irgendwie allen recht machen und sie erfährt halt eigentlich überall nur Ablehnung und die Leute, die für ihn da sind, sind halt ja, sind halt entweder manipulieren sie ihn oder sie sind halt wirklich tot. Und das ist, finde ich, sehr, wenn mich, also je mehr ich über diese Figur nachdenke, desto trauriger finde ich das eigentlich. Sagen wir mal so, er hat einfach einen schwereren Weg zum Heldendasein durchgemacht, ne? Ja. Weil ich weiß jetzt zum Beispiel aus den Comics, dass der US Agent ja durchaus nicht nur böse war. Er war ja auch bei den West Coast Avengers, genau. Und da war er auch Teil des Teams. Also er ist nicht nur böse gewesen, der US Agent. Ja, die West Coast Avengers sind halt quasi so die Aldi Avengers. Das ist so eine trashig zusammengewürfelte Truppe, im Prinzip die Suicide Squad Avengers, wenn es so willst. Ich wurde gebeten, das zu sagen, aber deswegen tue ich es einfach mal. Nerd. Ja, schuldig im Sinne der Anklage. Gut, habt ihr euch Notizen gemacht oder sollen wir es so haben, wie immer, dass wir so Szene für Szene so ein bisschen ich durchgehen? Ich habe Notizen gemacht, aber das kann ich ja auch einstreuen, wenn wir da zu den Themen kommen. Weil ich finde, in der Folge das ist eigentlich ziemlich schwierig, da wirklich strikt Szene für Szene durchzugehen, weil manche Szenen macht es keinen Sinn. Manche Szenen sind sehr kurz gehalten und die Grenzen sind da halt auch schon wieder dermaßen fließend. Ja. Und wir haben uns ja entschieden, dass wir jetzt das so durchexerzieren, weil teilweise, gerade bei WandaVision, da hat es uns das so ein bisschen wahnsinnig gemacht, dann da chronologisch vorzugehen, weil dann teilweise die Szenenübergänge so dermaßen abgehackt sind, dass wir dann 30 Sekunden Schnipsel hätten auseinandernehmen müssen. Ja, richtig. Ja, ich sag mal, wir fangen einfach mal so von vorn an und dann können wir ein bisschen hin und her springen. Genau, und am Anfang sieht man halt den nahtlosen Übergang von Folge 5, immer noch der Angriff auf den GRC-Rad und Falcon sieht man am Himmel entlang fliegen, aber man sieht ihn halt eben nicht im Nahen, also man sieht nur seinen Schweif, also man sieht ihn auch nicht in seinem Kostüm. Und Bucky ist in der Zeit auf der Straße und irgendein Polizist nennt ihn sogar Sergeant Barnes und Sharon Carter, also beziehungsweise erst kommt so ein Typ auf ihn zu und quatscht ihn an und dann sieht man, das ist Sharon Carter, die hat so eine Tarnmaske über dem Gesicht. Wie sie Black Widow auch beim Winter Soldier anhatte. Genau. Und genau, dann bricht Sam durch das Fenster und da sieht man dann zum ersten Mal sein neues Kostüm. Also das Kostüm, was er von den Vakandrianern. Zuerst sieht man halt die ikonische Stelle, wie sein Schild erstmal einen Gegner plättet. Und dann stellt er sich als Captain America vor in seinem neuen Kostüm. Ja, den Spruch fand ich lustig von dem Agent. Ich dachte, der wäre auf der Basis auf dem Mond. Weil er sagt, ich bin Captain America. Wie? Ich dachte, der wäre auf dem Mond. Jedenfalls. Ich fand das ikonisch halt, wie der Schild dann reingedonnert ist. Und man quasi dadurch gesehen hat, dass er jetzt endlich das anerkannt hat, was er ist, Captain America. Also, ich fand's auch schön, dass er jetzt endlich Captain America ist. Denn ich war auch immer dafür, dass Falcons der neue Captain America wird. Ich muss aber leider sagen, ich mag das Design dieses Kostüms überhaupt nicht. Ich auch nicht. Es ist viel zu, ich würde schon fast sagen, zu hell, oder? Es ist nicht nur viel zu hell, es sieht halt albern aus, weil das ist jetzt echt so ein Stück zu Comic-akkurat. Bei den anderen Kostümen, auch nachher bei John Walker, da hat man ein viel besseres Fingerspitzengefühl beim Kostümdesign gehabt. Ich hoffe, dass er da noch irgendwie so à la Tony Stark nochmal drüber geht und drüber sprayt. Hier soll das einfach so dieser Kontrast sein zwischen den Kostümen. Er ist der helle und Agent Walker mit seinem schwarzen Kostüm ist der dunklen Seite verfallen. Ich fand's halt echt ein bisschen albern, das Kostüm. Also ich mag ja wirklich das Design von Captain America, den Kostüm in den Marvel-Filmen, weil es was Schlichtes hat, aber es hat trotzdem was Prägnantes. Und bei dem neuen Captain America, weiß nicht, also ich sehe es genau wie ihr, das sieht mir einfach zu sehr nach Comic aus, so blöd es klingt. Aber irgendwie, Captain Americas Outfit hat für mich auch immer so eine autoritäre Ausstrahlung gehabt.
eine heldenhafte, autoritäre Ausstrahlung. Das Kostüm von Falcon jetzt, oder von Captain America, wirkt auf mich wie entnommen aus einem Science-Fiction-Zeitreise-Film oder so. Aus den 60ern. Ja, also und vor allem, es hat mich ein bisschen erinnert, als wäre das so eine Art Bond-Gadget, weil das ja echt viele Sachen irgendwie kann. Ähnlich wie halt bei Iron Man auch oder halt Batmans Gürtel, ne? Also, oh, Haiangriff, zum Glück habe ich dieses Anti-Hai-Bettspray dabei. So wirkte das in dieser Folge auch so. Oh, ich brauch das. Ja, och, welch Zufall, habe ich gerade hier vorrätig. Ach, und übrigens, wer ist zurück mit diesem Kostüm? Red Wing. Also dieser kleine Androide ist natürlich auch wieder dabei. Ja, seine Lieblingsdrohne, genau. Ja, aber das ist dann Red Wing 2.0. Ja, richtig. Was ich bei dem Kostüm so ein bisschen das Problem hatte, ist der also ich bin jetzt kein Schneider oder sowas, aber ich finde den Schnitt, er wirkte dadurch viel massiger, als er eigentlich ist. Es ist nicht nur das, er hat sich so schwer getan, diese Identität anzunehmen. Und jetzt geht er in so ein Kostüm, dass das voll in die Fresse sagt. Also gerade Sam ist doch dann einer, der hätte ein dezenteres Kostüm gewählt mit so einem kleinen dezenten Amerika-Stern, aber doch jetzt nicht so, als würde er gerade vom Karneval kommen. Ja, richtig. Wie gesagt, ich hatte so ein bisschen Probleme mit dem Schnitt, nicht nur mit den Schultern, das hat so dieses, was hat, war 80er Jahre Schulterpolster-Optik? Ja. Sondern auch die Maske, weil man hat ja im MCU schon mehrmals jetzt die Kostüme so umgestalten, dass die Helden eigentlich nicht so wirklich Masken anhaben, sondern man sieht sie öfters ohne Maske. Und jetzt passt man hier Sam so schon fast, ne, man hat oben freigelassen, damit man sieht, dass er eine leichte Glatze oder wie sage ich, so 2 mm Stoppeln hat. Und ansonsten hat er eine Maske. Da habe ich. Das, warum macht man das dann nicht so wie beim Falcon, einfach nur die Brille? Ich würde dir fast sagen, das ist fast schon ein Ganzkörperkondom, nur dass du das Gesicht trotzdem ganz siehst. Also was verschleiert das und jeder weiß, es ist Sam Wilson. Ja, er schließt sich mir nicht ganz. Da war er als Falcon dann doch eine Spur cooler, zumindest vom Kostüm her. Also was das Kostüm angeht, glaube ich, können wir drei festhalten. Sam, wir mögen dich, aber heute haben wir leider kein Foto für dich. Und trotzdem haben wir das lieber gesehen als zum Beispiel die 2. Staffel von, wie hieß diese Science-Fiction-Serie da bei Netflix? Edward Carbon. Ja, da in der 2. Staffel, ach, da war er nicht die Schwäche, aber er hat da auch keine gute Figur gemacht, aber das war generell jeder, der in dieser Staffel mitgemacht hat, hat nichts, war blass und unter Wert, total unter Wert. Ja. Also ich bin auch nicht ganz zufrieden. Vielleicht liegt es auch daran, dass es einfach Seriengeldmittel waren, dass die nicht so viel Geld hatten. Ich glaube, die hatten genug Geld. Ich glaube, da kannst du nicht nein, Geld. Die wollten das Comic akkurat, die wollten halt schön in die Fresse, ja. Wir haben jetzt noch einen neuen afroamerikanischen Helden, aber wir sind natürlich patriotisch, wir sind auch Amerika, also quasi so das Gegenstück zur Black Lives Matter Bewegung. Du meinst, dass die damit richtig zeigen wollten, die Farben von der Flagge? Weil das Weiß und Blau ist halt schon sehr präsent in seinem Kostüm. Ich muss ja sagen, dass es mich irgendwie, dass ich seltsam fand, gerade wenn du ihn in Großaufnahme siehst oder im Profil, dass du halt immer nur diese weiße Partie siehst. Ja, das ist ja das, was ich meine, das stört mich total. Das hat mich auch irgendwie gestört. Ich dachte mir, okay, das hat nicht mehr so diesen Look und Feel des ursprünglichen Kostüms. Ne? Nee, gar nicht. Ja, aber vielleicht sollten wir vom Kostüm jetzt mal abkommen, weil nachher noch zu einem Mode- und Design-Podcast. Und ich glaube, wenn das mal soweit ist, dann können wir alle drei hier aber einpacken. Weil es ist, glaube ich, eine Thematik, von der wir gar nichts verstehen. Außer überhaupt ich natürlich. Nicht. Okay. Okay, so, also dann kommt Batroc oder Batroc, ist ja ein Franzose, und greift Sam an. Und in der Zeit werden die Ratsmitglieder von der GRC weggebracht. Und da fällt uns ja auch schon auf, dass manche von diesen Sicherheitsleuten wohl nicht so ganz koscher sind. Also heißt, die haben noch so ein Nebenleben, sie arbeiten für die Flexmeshers, sagen wir es einfach so, wie es ist. Jeder braucht einen Zweitjob heutzutage. Ja, jetzt hast du mich rausgebracht. Was passiert als nächstes? Genau, und die fangen dann an zu kämpfen, Batroc und Sam halt. Und nebenbei sieht man halt immer so einen Umschnitt auf Bucky, wie er zum Beispiel mit Carly telefoniert.
Ich glaube, das sollte so eine Art Ablenkungsmanöver von Carly sein, dass Bucky so ein bisschen abgelenkt ist. Ja. So hat es sich für mich angefühlt. Sollte aber auch so ein bisschen Buckys Läuterung zeigen, dass er versucht, den friedlichen Weg zu gehen, weil er mal in einer ähnlichen Situation war wie Carly. Eben deswegen wahrscheinlich dann bei dieser Verhandlung gescheitert ist. Wäre es noch der alte Radikale, dann hätte er sie vielleicht rüberziehen können. So halt hat halt das letzte bisschen Radikalität gefehlt. Richtig. Ja, das bin ich bei dir. Also das hat es mit Sicherheit auch bewirkt, dieses Telefonat zwischen den zwei. Was ich komisch fand, war halt, dass Sharon sehr viel Screentime hatte in dieser Folge. In den Folgen davor hat sie immer noch so ein paar Sekunden mal gehabt. Aber in dieser Folge war sie echt oft zu sehen. Und immer so in. Sie war sehr oft zu sehen. Das kam ihr aber auch an einer Stelle zugute, wo sie diesen einen Agenten da ausschaltet mit so einer Granate, die diesen Typen, der am Auto saß, halt das Gesicht zerfetzt. Das hat spätestens da hast du gemerkt, irgendwas stimmt nicht mehr mit ihr. Das ist nicht mehr die Sharon Carter, die wir aus Captain America 2 kennen. Richtig. Quicksilverdampf war das übrigens, sagt sie noch so nebenbei. Quicksilverdampf. Ja, nee, das ist diesmal nicht der Wonder Vision Cast. Genau, und während in der Tiefgarage halt ein paar Ratsmitglieder per Transporter, wie sagt man, in Sicherheit, sage ich mal, in Gänsefüßchen gebracht werden. Abtransportiert ist auch, ja, genau. Werden andere auf dem Dach mit dem Hubschrauber weggebracht oder gerade eingepackt oder in den Hubschrauber halt verfrachtet, ja, damit der wegfliegen kann. Ich fand da eine Stelle ganz schön, da hat Bucky halt so diese Captain America Pose, wie er heroisch versucht, die Tür aufzubrechen. Zwar genauso diese Pose, wie Captain America versucht hat, den Helikopter aufzuhalten. Ja, richtig. Und irgendwann kommt dann auch Agent Walker in das Geschehen rein. Und da gibt's dann auch eine Parallele zur Black Lives Matter Bewegung. Also er konfrontiert Carly damit, dass sie jemanden getötet hat, also den Lamar. Und sie sagt, ja, der war ja nicht von Bedeutung. Und er ist da richtig angefressen und schmeißt erstmal sein Billo-Schild nach ihr. Ich finde, so wie Walker sich ankündigt in dieser Szene, wie er so richtig so dieses Morgan vor. Das hat mich irgendwie an Dings erinnert. An Mortal Kombat? Nee, in 7, wo der. Ach, wie heißt der Bösewicht? Genau, wo der in dieser Wache. Detective Bills. Ja. Detective. Genau, so hat sich das angehört. Da habe ich gedacht, oh, das hat sich genau so angehört, finde ich. Ich muss ja leider sagen, dass diese Carly Morgan V für mich nicht richtig funktioniert hat. Ja, ich kann da aber auch. Ich habe da mittlerweile gehört, wieso das nicht so ganz funktioniert hat. Man wollte ihr ein bisschen mehr Background-Szenen drehen. Dann kam halt Corona dazwischen. Ähnlich wie bei Wonder Vision, dann wurden ein paar Szenen, die das Ganze vielleicht ein bisschen mehr erklärt hätten, quasi verworfen. Ja, also ich habe halt das grundsätzliche Problem, dass ich finde, dass die Serie es mir nicht gut genug erklärt oder aufzeigt, wofür sie jetzt wirklich kämpft. Und die Serie, so habe ich es zumindest wahrgenommen, versucht mir, sie als Schurken zu verkaufen, die an und für sich gar nicht so richtig böse ist, aber dann doch, aber dann wieder doch nicht. Und das wechselt immer so. Und das ist, die wollen natürlich damit eine Ambivalenz erstellen. Aber es tut mir leid, jemand, der für eine Sache kämpft, die vielleicht gut und richtig erscheint, aber dafür über Leichen geht, das ist für mich einfach ganz klar ein Schurk oder eine Schurkin in diesem Fall. Und da können die noch so oft zeigen, dass sie mit sich kurz hadert, aber das ist für mich einfach ganz klar eine Antagonistin. Deswegen fand ich es dann irgendwann leid, dass mir die Serie immer wieder versucht zu zeigen, aber guck mal, sie leidet auch. Ja, aber trotz allem, wenn sie da irgendwie sagt, gut, dann tötet er halt die Leute, was soll's? Ist halt, wir müssen das jetzt tun. Nee, müsst ihr nicht. Das ist jetzt noch nicht mal der große Kritikpunkt an Carly. Fast alle unsere Helden sind innerlich irgendwie zerrissen. Der Winter Soldier hat seinen inneren Konflikt und ringt mit seiner Vergangenheit. Sam ringt mit seiner Vergangenheit. John Walker ringt mit seiner Vergangenheit. Da wirkt Carly im Vergleich dazu halt ein Stück weit langweilig. Ja, weil ringt zumindest der Walker mit seiner Vergangenheit. Ringt mit der Situation, ja, die er sich momentan. Also jeder hat ja, wie gesagt, sein Päckchen zu tragen. Da hat Patrick schon absolut recht. Aber zum Beispiel, was
Was eine starke Szene war, war ja die, wo Walker halt die Kontrolle über sich verliert und diesen Typen da wirklich zu Tode prügelt. Mit diesem wirklich ikonischen Bild, wo du ihn siehst mit dem blutüberströmten Schild, ja. Und das hast du bei Carly Morgenfrau ja eigentlich nie. Also klar, die bringt auch Leute um, aber das passiert halt immer entweder im Off oder halt sehr sauber, sag ich mal. Und deswegen finde ich, es wäre an sich bestimmt eine interessante Figur, nur ich muss sagen, das ist halt so, ja, Ambivalenz, so will ich das die Marvel Studios vorstellen. Eine Ambivalenz, die nicht in Anführungszeichen wehtut, die dich als Zuschauer nicht wirklich, sag ich mal, herausfordert. Und da gibt's später auch noch eine Szene, wo ich dieses Argument auch nochmal dann anbringen werde. Dazu später mehr. Aber das haben wir ja schon in der Folge vorher oder zwei Folgen vorher schon so ein bisschen rausgearbeitet, dass alles in der Serie besser integriert und auch erklärt wird als die eigentlichen Gegner von der Serie. Weil die Flag Smashers fallen eigentlich ziemlich unterm Radar durch, so ein bisschen. Man versteht nicht wirklich, warum sie es machen. Man kriegt es dann teilweise ein bisschen nebenbei erzählt, aber so wirklich bei denen ist man halt die ganze Zeit nicht. Ja, und ein bisschen sind die Flag-Smasher auch für mich so ein Spiegelbild von Sharon Carters Wandel. Also gerade wenn dann Carly stirbt, hat das so ein bisschen so diesen Beigeschmack. Ach, jetzt ist da diese letzte emotionale Instanz von Sharon Carter gestorben. Das war so eine nette Idee, aber an sich ist alles mit Carly so ein bisschen, auch wenn man versucht hat, eine Ambivalenz zu erzeugen. Also ich muss sagen, bisschen fad. Also ich muss wirklich sagen, für mich in der Region der Schurken ist John Walker für mich die Nummer eins, weil sie damit dieses Ambivalente finde ich noch einigermaßen gut hinbekommen. Und es hat auch, glaube ich, geholfen, so blöd es klingt, dass der halt in den sozialen Medien ja auch wirklich gehasst worden ist und teilweise halt mit Sachen konfrontiert worden ist, die er nicht verdient hat. Also weder die Figur noch der Schauspieler Wyatt Russell. Und die andere Schurkenfigur, die halt für mich funktioniert hat, war einfach Baron Zemo. Nicht, weil der jetzt gut geschrieben war, sondern weil der Daniel Brühl einfach das nötige Charisma mitgebracht hat. Problem jetzt in der Folge ist, wir sehen ihn halt einmal, dazu kommen wir dann später garantiert auch noch, und das war's. Ne? Und Carly Morgenfrau ist einfach, leider Gottes, finde ich, haben sie da eine sehr große Chance verstreichen lassen. Die hätte das Zeug gehabt, das Potenzial gehabt, zu einer Antagonistin zu werden, ähnlich wie Killmonger in Black Panther. Und richtig, richtig. Wir wissen ja, also ich glaube, da sind wir uns ja einig, was die Marvel-Filme größtenteils nicht können, sind gute Schurken. Ja. Und ja, Killmonger leider. In Black Panther ist für mich, ja, und Black Panther, ach Quatsch, Killmonger in Black Panther ist für mich so eine der wenigen Ausnahmen. Es ist mein Lieblings-MCU-Schurke, weil da haben sie wirklich einiges richtig gemacht. Nee, ich gehe sogar den Schritt weiter und sage, Carl Morgenfau ist ja im Prinzip so einer der Kernbösewichte bei Captain America. Wenn man das nicht weiß und diese Serie schaut, dann macht das auch keinen Sinn, dass da jetzt ein Genderswap vorgenommen wurde. Die wurde ähnlich verbraten wie Cheetah bei Wonder Woman, würde ich sogar sagen. Das ist jetzt zu hart, Patrick. Das nimmst du bitte zurück. Also das ist das. Ich sage ähnlich, nicht genauso. Cheetah bei Wonder Woman kannst du halt nicht toppen in ihrem Cats-Gedenkoutfit. Memory. Nein, du singst jetzt nicht. Feuerwehr. Nein, aber nein. Aus. Sitz, mach Platz. Nee, aber wie gesagt, da bin ich auch völlig bei euch. Auch selbst das Mysterium um den Power Broker ist besser integriert in die Serie als die, wie schon gesagt, eigentlichen Gegner. Alles ist besser integriert und ich sage nur, man kann es ähnlich wenig verstehen wie Cheetah bei Wonder Woman, dass das eine ganz große Antagonistin in dem jeweiligen Universum ist. Gut, machen wir mal weiter, bevor wir uns hier festbeißen. Die Situation, wo wir eigentlich gerade sind, das sind diese zwei Transporter aufgehalten worden von diesen Flag Smashers und Bucky versucht, den einen Transporter zu öffnen und Carly schafft es ja gegen Walker. Ah, eins muss ich noch anmerken, diesen ersten Schlag auf diesem selbstgebauten Schild von Agent Walker. Walker, habt ihr ja vorhin schon erwähnt, aber das Geräusch, wo es da mal bei macht, so klonk. und dann diese Beule. Das fand ich schon sehr lustig, weil wir ja noch in der Folge davor so ein bisschen gerätselt haben. Hat er jetzt von der einen Organisation diese Geheime vielleicht ein bisschen
Vibranium oder so bekommen oder anderes Material und baut sich daraus das Schild. Nein, es ist ganz normales Metall. das hätte er sich im Prinzip auch von den Turtles bauen können. So ein Kanaldeckel halt wahrscheinlich. Kanaldeckel, ja. Genau, und Kali schafft es ja ihn mehr oder weniger so, also K.O. ist er nicht, aber er liegt halt am Boden und fährt dann den zweiten Transporter in so eine Art Baustelle oder Tiefenbau, wo die anderen zwei ja sich gerade kappeln, Bucky und so ein anderer Flexmasher. Und da finde ich eine coole Szene oder eine sehr gute Szene eigentlich, weil Walker kommt ja dann zu, während der Transporter da fast runterfliegt und muss sich jetzt entscheiden, er sieht Kali auf der einen Seite, verfolge ich die oder rette ich die Ratsmitglieder in diesem Transporter und du siehst wirklich, wie er so fast schon als hätte er Kopfschmerzen, sich so an den Kopf langt und so, fuck, was mache ich? Ich muss mich jetzt richtig entscheiden und so. Und das fand ich eine gute Szene eigentlich in dem Moment. Ich fand auch gut, wie er dann den Bus rettet und wie dann der Schild quasi an den Boden knallt, dieser arg verbeulte Schild. Und er dann einsehen muss, ja, nee, die Captain America-Karriere habe ich mir verbockt. Ja, es hat so eine leichte Symbolik, ne? Wie er das Schild wegschmeißt, das verbeulte Bild, Schild. Das verbeulte Schild. Nee, das war eine schöne Symbolik. Ich fand das wirklich einen runden Abschluss, dass er damit dann quasi abgerechnet hat und gesagt hat, nee, was mich nur verwundert hat, er hat dieses Super-Serum genommen. Im Prinzip müsste er Karl trotzdem irgendwie ebenbürtig sein, weil alle, die dieses Super-Serum genommen haben, die sind schon ein bisschen übermächtiger. Also da, dass dieser Metallschild kaputt ist, das müsste ihn doch nicht wirklich bremsen. Richtig, eigentlich richtig, ja. Gut, er wird ja dann aber gestört, ne, von Kali, während er versucht, diesen Transporter hochzuziehen. Und ich sage nur trotzdem, er hätte ihr im Kampf ansatzweise ebenbürtig sein müssen. Ja, natürlich. Auch davor. Aber das ist wieder dieses Kräfteverhältnis, was man schon öfters im MCU so, wer ist jetzt eigentlich der Stärkste? Man sieht einen ganz Normalo in einer Stahlrüstung und kämpft gegen Halbgott und ist so mehr oder weniger ebenbürtig. Die Kräfteverhältnisse sind teilweise nicht richtig, wie sagt man so? Ausgegoren. Ja, auch nicht richtig festgelegt. Dann schafft Thor auf einmal gegen Hulk zu kämpfen und doch zu besiegen. Und eine Folge vorher hat man, oder einen Film davor hat man gesehen, er schafft es nicht. Und da ist manchmal so die Kräfteverhältnisse. Und genauso wie du jetzt auch hier sagst, Kali hat ja eigentlich die gleichen Kräfte wie Walker, beziehungsweise andersrum. Warum ist dann der Kampf eher so auf Kali seiner Seite, ihrer Seite? Das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Ich dachte stellenweise bei diesem Kampf, ach, hat Walker sein Super-Serum wieder verloren irgendwie? Hat er das ausgespitzt oder so? Also das sein Super-Mojo. Ja, genau. Ja, genau. Wo waren wir jetzt? Baustelle, genau. Die fallen ja dann alle runter. Und dann kommt so ein komischer Superman-Style-Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, wir wissen ja, Sam hat dieses Serum nicht genommen. Die Maschine auf den Rücken hilft ihm, um das hochzudrücken, aber er selber drückt ja den Transporter, müsste ja nicht total zerdrückt werden von diesem Rucksack oder Jetpack, was er auf dem Rücken hat. Nicht nur das, er sieht dabei nicht wirklich angestrengt aus, er sieht so aus, als würde er das locker machen. Er ist ein normaler Mensch, das sagt er auch in seiner späteren Rede. Dafür sieht er einfach zu unangestrengt aus. Ja, ich vergleiche nur jetzt zum Beispiel aus der Arbeit, wenn ich da einen Roboter habe, der auf die eine Seite drückt und da habe ich einen Härtewagen, der von einer Kette oder sowas gezogen wird und ich stelle mich zwischendrin, dann werde ich zusammengedrückt wie so eine Ziehharmonika. Weißt du, kann ich nicht sagen, ich bin zwischendrin, ich drücke das jetzt. Das fand ich irgendwie komisch. Vor allem, auch wenn er da diese Maschinen an seinem Rücken hat, das macht auch einen Druck ordentlich auf seine Wirbelsäule. Ja, eben. Und da hilft auch nicht diese nette Trainingssequenz in der letzten Folge, nein. Ah doch, da hat er sich Super Serum antrainiert, stimmt. Nein, natürlich nicht. Ja, da hat er ein paar Mal an Bucky geleckt und hat dann doch so ein bisschen Super Fähigkeit. So am Stahl ab. Ja. Gott. Stu ist so leise. Der schüttelt gerade, liebe Zuhörer, ihr müsst euch das vorstellen, er hat gerade so die Hand am Kopf und schüttelt so nur den Kopf und denkt sich, Alter, wo bin ich? Er ist auf der Bahn, denkt, ich bin auf einer grünen Wiese. Shalom. Ich kann so viel, also zu dieser ganzen Action-Sache, die da abgeht in der Folge, die Serie hat ja wirklich viele gute Action-Sequenzen, die auch nach ordentlich was aussehen. Und auch
diese Folge hat Action-Szenen, die auch ordentlich was aussehen. Aber mich hat die Action wirklich dieses Mal extrem kalt gelassen. Liegt vermutlich daran, weil vieles im Dunkeln passiert oder dieses Nachtsetting mir nicht zugesagt hat. Und wenn sie dann in den Untergrund gehen, sage ich mal, sieht das halt wieder so aus wie so 0815. Hier steht ein Geländer, da steht irgendwie eine Backsteinmauer oder so. Es wirkte so ein bisschen lieblos, fand ich. Es wirkt halt echt wie so ein Lagerstudio-Dreh. Und da bin ich ganz bei dir. Dieses dunkle Setting hat mir halt bei allem am wenigsten gefallen. War auch mit so einem Grund für das helle Kostüm, damit man zumindest ein bisschen was gesehen hat. Aber trotzdem, wir wurden in dieser Serie mit guten Actionsequenzen, mit guten kinoreifen Actionsequenzen verwöhnt. Da war das halt echt so ein leichtes Downgrade, auch wenn es ein paar nette Einfälle hatte. Also nicht falsch verstehen, ich habe schon alles erkennen können, so war es jetzt nicht. Aber es fehlte mir irgendwie so ein bisschen der Pep, denn die besten Actionsequenzen in der Serie waren immer die, wo du auch das Gefühl hattest, okay, du siehst es wirklich, dass da die Figuren oder ihre Stuntmen halt wirklich da jetzt durch die Luft geschleudert werden. Und es tut mir leid, wenn Captain America 2, nenne ich ihn jetzt einfach mal, da wieder durch die Lüfte fliegt und irgendwelche Helikopter angreift und so mit seinen Drohnen, pipapo, lässt mich das eher kalt. Ich habe diese Flug-Action in der ersten Folge sehr genossen. Das ist auch für mich weiterhin die beste Action-Sequenz der Serie. Aber irgendwie jetzt in der finalen Folge war viel Action, aber mir hat so, dass der Funke ist bei mir nicht übergesprungen. Es hat das gewisse Etwas gefehlt. Ja, genau. Richtig. Gut. Wir haben ja jetzt schon erwähnt, dass sie dann in den Untergrund abhauen und sich mehr oder weniger aufteilen. Und da trifft dann Carly auf Sharon, weil sie dieses Pfeif-Signal, was ja Carly während der Serie öfters mal benutzt hat. Und genau diesen Pfeif-Signal benutzt jetzt Sharon und lockt mehr oder weniger Carly zu sich. Und da erfahren wir, dass Sharon der Power Broker ist. Das, was wir uns die ganze Zeit schon gedacht hatten. Ja, es gibt zwei bekannte Power Broker. Der andere wäre Thunderbolt Ross gewesen. Also der ist auch ein Power Broker, der mit Infos dealt, aber zurück zur Szene. Wer von diesen Power Brokern sitzt bei Höhle der Löwen? Kleiner Witz. Ich guck das nicht, keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich muss dazu was sagen, ich habe die Serie ja auch wie ihr verfolgt und mir war dieser ganze Subplot mit diesem Power, oder ist ja kein Subplot, ist ja schon der Hauptplot, aber dieses ganze Powerbroker-Gedöns war mir vollkommen egal. Und die Auflösung, dass jetzt Sharon Carter der Powerbroker ist, ist mir genauso egal. Wobei es dann lustig ist, ich glaube, wenn man das mal so ein bisschen auseinandernimmt, kommt man auch schon auf so ein paar Ungereimtheiten, oder? Ja. Also da. Ja, ich habe dazu zu diesen Ungereimtheiten noch eine Theorie, das können wir später erwähnen. Ja. Du kannst sie auch gerne jetzt erwähnen. Würde ich auch sagen, dann erwähnen sie ja, noch rein, wenn wir schon dabei sind. Sharon verhält sich halt wirklich so seltsam, dass sie vielleicht schon ein kleiner Teaser sein könnte, dass Sharon durch einen Skrull ausgetauscht wurde. Das könnte sein. Im Vergleich aber ganz ehrlich, so toll ich die Skrull in Captain Marvel fand, also zumindest die ich da gesehen habe, also diese Talos. Ben Mendelsohn zum Beispiel, ja. Ja, das ist furchtbar, weil dann kann doch Marvel jedes Mal sagen, ja, pass auf, du guckst jetzt, ne, Spider-Man hat gerade eben Dr. Strange umgebracht, aber im nächsten Film kommt raus. Nein, das war ein Skrull. Ja, genau. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Es ist halt ein offenes Geheimnis, dass noch an zwei Serien, an mehreren Serien also gearbeitet wird. Ne, gibt's ja. Und Armor Wars, da wird sich das dann wahrscheinlich um die Powerbroker-Geschäfte drehen, dieses leicht zwielichtige, was man mit Sharon Carter hier schon mal eingeführt hat. Ach so. Ich bin da aber jetzt wirklich bei Stu, weil dann hätten wir spätestens, also allerspätestens in der After-Credit-Scene, wo wir auch später auch noch zu sprechen kommen, so einen kleinen Andeut oder sowas machen können oder so ein kurzes, weiß ich, ein Gesicht verziehen oder sowas, wo man kurz durchblicken sieht, dass er nicht echt ist, sondern dass es ein Skrull ist oder sowas. Und das wird ja aber überhaupt nicht angedeutet. Und von daher finde ich es dann blöd, wenn sie dann irgendwann sagen, ach, das da übrigens damals bei Falcon and the Winter Soldier, das war gar nicht die Sharon. Die Sharon sitzt da irgendwo im Knast. Ja.
Tahiti oder sowas und das war eigentlich noch nur ein Skrull. Ja. Ich sag nur, das ist eine Theorie. Ja, ja, klar. Aber man hätte da zumindest dann irgendwas aufblitzen sehen müssen, ähnlich wie bei diesem einen Agent bei WandaVision, der sich dann als diese eine Agentin, die sich dann als Skrull geoutet hat, spätestens beim Abgang dann, um noch so ein bisschen Interesse zu wecken. Richtig, aber da hätten sie es gut eingefügt, weil da war es dann wirklich am Schluss, hat sie sich dann offenbart, dass es ein Skrull ist. Und das hätten sie dann hier in der und vor allem, in dieser ja, Serie auch am und Schluss. Und vor allem war die Figur an sich ja nicht so wichtig, sage ich mal, bei Wonder Vision, die jetzt also zum Skrull sich formiert hat. Aber also ich will ehrlich sein, ich bin nicht der größte Marvel-Fan, aber ich glaube, dass sie das nicht tun werden. Ich glaube, dass sie dann auch sagen, Leute, das ist ein bisschen zu flach und ein bisschen zu faul. Ich glaube tatsächlich, dass Sharon Carter wirklich der Powerbroker ist oder aber zumindest jemand ist, der dem echten Powerbroker sehr, sehr nahe steht, denn wir kommen ja dann später noch zu dieser After-Credit-Szene. Ja. Richtig. Genau, aber wir sind ja momentan noch bei der Szene und wie gesagt, dann kommt auch Bart Rock dazu, der Jan auch erfährt, dass sie der Power Broker ist, sagen wir jetzt mal in dem Moment noch, und erpresst sie damit und daraufhin erschießt Sharon Bart Rock und Carly schießt auf Sharon oder schießt Sharon an. Ja, und ganz ehrlich, das war auch so eine Situation, da habe ich nur gedacht, oh Leute, das ist jetzt aber irgendwie ein bisschen unbefriedigend, denn dieser Bart Rock wurde ja schon, also der war nicht durchgängig dabei, aber der wurde schon so als, na sagen wir mal Zwischengegner, würde man im Videospiel sagen, ne, aufgebaut. Und dass der dann einfach so ein bisschen hier mit Gas rumschießt, hier und da am Anfang ein bisschen gegen Captain America kämpft, aber auch nicht so richtig. Und dann am Ende einfach so lieblos einfach erschossen wird, das fand ich ein bisschen armselig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand das generell, das war so eine sehr, sehr seltsames Mexican-Stand-off. Die werden normalerweise epischer inszeniert. Da war das halt Peng Peng. Oh. Ich bin da irgendwie bei Nackte Kanone. Stehen keine, ja, ganz ehrlich, die stehen keine 2 Meter voneinander entfernt und Carly trifft Sharon nur am Bauch oder nur einen Streifschuss. Bitte? Ich weiß auch nicht. Also ich kam mir in dem Moment vor wie bei Nackte Kanone. So, wenn sie keinen Meter nebeneinander stehen oder hinter einer Mülltonne sich verstecken und dann gegenseitig sich versuchen abzuschießen und treffen nicht. Aber ich bin da auch bei Stu. Ich fand dafür, dass Bart Rock eigentlich ein sehr cooler Charakter oder sehr guter Bösewicht war, wurde er hier einfach weggeschmissen wie so ein Stück Papier. So zusammengeknüllt weg. Das war schon wieder echt so eine unwürdige Behandlung. Wird nicht die letzte unwürdige Behandlung diese Folge bleiben. Ich habe so die Befürchtung, dass das jetzt in den Serien allgemein so überall passiert, dass wir mehr erhoffen und dann werden Charaktere einfach so weggeschmissen. Das war bei WandaVision war es schon so, da wurde Agatha so schön eingeführt und das ist dann aus ihr geworden. Ja. Ja, oder auch hier mit dem Quicksilver. Oder mit Agent Dödel. Ja, und dann zack, weg. Naja. Sam hört auf jeden Fall den Schuss und kommt in diese Situation dazu und sieht halt nur, wie Carly auf Sharon eine Pistole richtet. Und in dem Moment wirkt es halt so, als hätte Carly auf Sharon geschossen. Punkt. Ne? Also da spricht, glaube ich, die Szene für sich in dem Moment. Ja, aber es wirkt halt so, als wär, ich sag mal, die unschuldige Sharon jetzt abgeschossen worden von der Carly. Er kam halt gerade zum richtigen Moment rein. Ja. Ich fand in dem Moment, also diese Sequenz, wo er dann sagt, ich kämpfe nicht gegen dich und dann so rumtänzelt, das fand ich schon wieder unfreiwillig komisch. Tatsächlich. Wie er dann Pirouetten schlägt und sich im Kreis dreht. Da habe ich gelacht. Und weicht ganze Zeit nur aus oder wehrt die Schläge ab. Und da finde ich diese Kräfteverhältnisse wieder komisch, weil man hat ja eine Folge vorher gesehen, wie Carly diesen Lemar 5 Kilometer gegen eine Säule schlägt. Der hatte ja auch kein Serum-Intus und hier, der Bucky steckt die, Bucky sage ich schon, der Sam steckt diese Schläge von Carly, die zwar auf das Schild gehen, aber der steckt es weg, als wären das so von einem ganz Normalo-Typ. Als wäre das Kampfsporttraining. Ja. Und da sind wir schon wieder bei diesem unausgegorenen Kräfteverhältnis. John Walker hat das deutlich weniger gut weggesteckt mit seinem Super-Serum. Als unser Sam. Ja, richtig. Genau. Und dann gibt es ja einen Umschnitt, wie die Flag Smashers, die restlichen, also diese 3, wo Carly ja behilflich waren, verhaftet werden von Walker und Bucky.
Und in der Szene fand ich Walker wieder sympathisch, weil er haut ja diesen Lincoln-Zitat raus, Gnade trägt reichere Früchte als strenge Gerechtigkeit. Ja. Und klopft dann beim Weglaufen Bucky noch so auf die Schulter, als so, ja, hey, wir sind ein Team, wir haben das jetzt geschafft. Ich fand das auch cool, da wo dann Bucky zu ihm sagt, ja, wäre es nicht von dir gekommen, dann hätte ich das jetzt cool gefunden. Richtig. Ja, aber da merkt man ja schon, dass er wieder auf den richtigen Weg praktisch ist. Ne? Wo wir vorher noch gedacht haben, so, oh fuck, der geht jetzt ganz schlimm Weg, zeigt es ja schon wieder, er fängt sich gerade wieder so auf diesen Heldenweg. Also hatte ich so den Eindruck oder hatte ich da deinen Eindruck? Nein, du bist da völlig auf dem richtigen Dampfer. Ich glaube, hätte ich jetzt Holzweg gesagt, hätte ich nicht. Ja, Entschuldigung. Nein, ich glaube nur, dass unsere Contessa ihn so ein bisschen verblenden wird und er dann trotzdem wieder auf die schiefe Bahn gerät. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Und das habe ich ja schon gesagt. Ich glaube, dass John Walker an und für sich ein guter Kerl ist, aber der sich halt sehr leicht manipulieren lässt. Ja. Sei es jetzt leicht manipulieren lässt. Das Leben hat ihm nie gut mitgespielt. Und er klammert sich an jeden Strohhalm, den er kriegt. Und klammert sich dann teilweise wirklich an falsche Strohhalme, sagen wir es mal so, die ihn dann eher in den Abgrund ziehen. Aber was ja die Serie, zumindest die Folge auch deutlich macht, ist, dass die größten Bösewichte ja eigentlich jetzt nicht irgendwelche Terroristen sind, sondern halt die Leute, die an der Macht sitzen. Also sei es jetzt der Powerbroker oder halt eben die Politiker. Denn es kommt ja dann auch noch zu dieser Szene, wo Captain America diese Senatoren zwischen hat und mit ihnen redet. Ja, ja. Und ja. Gut, wir müssen jetzt aber, bevor wir da drauf kommen, erst noch den Tod von Carly abhandeln. Ja gut, die ist tot. Bitte? Nee, ich lach nur, wir müssen den Tod jetzt noch schnell abhandeln. Tragisch, tragisch. Schusswunde, Tod, drei Tage vor der Pensionierung. Ah. Ich wollte damit jetzt nicht sagen, dass wir hier Sabalot, wie sagt man so? Ja, Sabalot. Sabalotti. den Tod jetzt abhandeln müssen, aber weil wir jetzt schon vorgegriffen haben auf diese Szene, wo Captain America hier bei den Politikern mehr oder weniger sagt, wie es richtig geht, was ich schon komisch fand, weil eigentlich müssten Politiker wissen, wie es richtig geht, aber kommen wir gleich dazu. Politiker wissen, wie es richtig geht, sie machen es aber nicht. Ja. Aber dass einer, der jetzt ein neues Captain America Kostüm an hat, das erklären muss, das fand ich dann schon strange in dem Moment. Schwierig, würde ich sagen. Nun gut, aber wie gesagt, Carly besiegt ja Sam. Der liegt dann am Boden und sie möchte abdrücken. Sie nimmt die Pistole auf und möchte ihn dann halt erschießen. Und Sharon kommt ihr aber zuvor und erschießt sie. Und sie sagt ja dann im Arm von Sam nur noch, es tut mir leid, und stirbt. So. Bessere Worte wären vielleicht gewesen, übrigens, die Alte ist der Powerblocker. Ja, dass sie noch enthüllt wird, Sharon, genau. Ja, wo ist da die Ehre aller Sherlock, wo man dann mit seinen letzten Lebenszeichen noch den Mörder entlarven muss. Wo ist dieser Geist denn verschwunden? Ja, keine Ahnung. Ich fand nur die darauf folgende Szene, fand ich irgendwie auch strange. Weil er trägt sie ja dann raus und als er dann draußen ist, auf den Straßen schwebt er wie so ein Erzengel mit weit aufgeöffneten Flügeln vom Himmel hinab und trägt sie so in den Arm. Sollte das eine Symbolik haben? Natürlich sollte das eine Symbolik haben, nur dass unser unschuldiges Kindlein, dass er da betrauert, kein unschuldiges Kindlein ist, sondern dass das einige Menschen auf dem Gewissen hat, was dem Ganzen einen wirklich komischen Beigeschmack gibt. Ja, und wie siehst du das? Ich fand diese ganze Sequenz, um ehrlich zu sein, furchtbar. Also von dieser religiösen Pose bis hin halt zu seinem Statement gegenüber den Politikern. Das heißt nicht, wichtig, das heißt nicht, dass ich den Inhalt schlecht finde. Ich fand es nur sehr kitschig, sehr pathetisch und die Rede wollte auch kein Ende nehmen und das war auch wieder so, da erklärt Marvel einem wieder komplett, wie man das finden soll, was denn da falsch ist und was richtig ist. Und wie ich schon zu Beginn sagte, das ist die zweite Szene, wo ich dachte, Marvel traut dem Publikum nicht zu, selbstständig drauf zu kommen. Da wird wirklich alles tot erklärt. Und das hat mich gestört. Ich habe mich
Also ich weiß, diese Szene sollte emotional und ergreifend und von Herzen kommen. Und ihr Kern ist wahr und richtig. Aber ich habe mich ein bisschen gefühlt wie so ein Depp, der von dem Professor jetzt erklärt bekommt, warum 1 plus 1 2 ergibt. Fand das ehrlich gesagt ganz furchtbar. Ja, das ist ja das, was ich meinte. Das ist so, warum erklärt er jetzt den Politikern, worauf sie achten sollen, dass nicht als, wie hat er sie genannt? Flüchtlinge? Nee. Ja, ihr wisst, was ich meine. Er hat gesagt, man soll die anders nennen und jetzt fühlt ihr, wie die sich die ganze Zeit gefühlt haben, nachdem ihr entführt worden seid von der. Und ich fand diese Szene strange, so wie du es erklärt hast, du. Der Inhalt dieser Rede ist wichtig. Der hat wirklich grundsolide Aussagen. Und ich kann es verstehen, gerade bei der Verwirrung, die bei WandaVision geherrscht hat, dass man da auf Nummer sicher geht und das dann wirklich mit dem Holzhammer einhämmert. Und trotzdem, es war halt wirklich super strange, gerade dieser ganze Unterbau. Das wollte nicht so ganz funktionieren. Das Tragische dabei ist, das war so die erste Stelle, wo unser Captain America der Öffentlichkeit entgegentritt. Umso seltsamer ist das Ganze dann. Ja, und die ganze Welt sieht zu. Ja, richtig. Es war halt schon arg pathetisch. Richtig. Und wir sind bei Captain America, also ein bisschen Pathetik sind wir alle gewohnt. Ja, also für mich immer noch die beste Rede, wo halt jemand, also wo ein Held halt sagt, was man besser machen soll, ist immer noch die aus Demolition Man, wo er einfach sagt, ihr werdet ein bisschen schmutziger und ihr ein bisschen sauberer, fertig. Aber ich, wie gesagt, ich finde, das, was er sagt, ist ja inhaltlich gut und richtig, aber wie es umgesetzt worden ist, ich weiß nicht, also das ist so, da wird von mir als Zuschauer einfach nichts gefordert, außer hinzusehen und zu sagen, boah, geil, sieht der toll aus. Finde ich doof, sowas. Ja, ja. Auch hier sind wir uns alle schon wieder einig. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ich habe jetzt bei mir noch 4 Punkte. Ja. 4 Punkte, die ich eigentlich noch besprechen würde. Also auch in der Abfolge natürlich von der Folge selber. Man sieht dann die 3 restlichen Flag Smashers, wie sie weggebracht werden mit dem Transporter, fliegen aber in die Luft und dann sieht man den alten Herrn, das ist ja der Butler von Baron Zemo. Butler von Zemo ist und dann sieht man Umschnitt, wie Zemo im Raft in seiner Zelle Radio hört und diese Nachricht erhält und dann guckt er in die Kamera und grinst. So, und das hat mir schon gezeigt, okay, das war nicht das letzte Mal, dass wir Zemo gesehen haben. Das hat mich wiederum gefreut. Gerade so diese Zufriedenheit und so, das hatte schon so ein bisschen was von einem deutschen Hannibal Lecter, wie er da total kultiviert, buchlesend ist und dann die Neuigkeiten kriegt. Also das hatte echt Lecter-Vibes. Und ja, es ist schön, dass zumindest auf unseren Baron Zemo Verlass ist. Jetzt bleiben halt nur noch 2 Leute mit dem Supersoldaten-Serum, also Isaiah und John Walker. Genau. Mal sehen, ob Zemo auch die beiden eliminieren will. Zutrauen wäre es ihm. Das ist richtig. Aber da kommen wir vielleicht in einem späteren Film oder irgendeiner anderen Serie nochmal zu sprechen. Dann den 2. Punkt, wo ich jetzt noch habe, ist Well mit Walkers Frau. Und die Szene finde ich interessant, weil das nicht irgendwo in irgendeinem Gebäude stattfindet, sondern in diesem Gerichtssaal. Und das hatte für mich, weil er ja dann auch rauskommt und dann sagt, ich bin wieder da, ich bin wieder frei, dass er vielleicht auch wieder freigesprochen worden ist. Was haltet ihr davon von der Idee? Ich glaube, deswegen hat er sich an Contessa geklammert. Ansonsten wäre er ein komplett mittelloser Mensch gewesen. Nur, dass seine Geldgeberin ihn halt auf kurz oder lange Zeit korrumpieren wird. Aber ganz im Ernst, da sind wir schon wieder bei John Walkers Tragik. Welche andere Wahl hat er denn gerade? Also, ich konnte ihn da auch irgendwie nachvollziehen, weil er wurde ja komplett fallen gelassen. Also diese Contessa, also das muss man halt sagen. Also es hat mich sehr gefreut, Julia Louis-Dreyfus da zu sehen. Wirklich schön. Ja. Aber das ist schon auch so eine Rolle, die kommt halt eine Sekunde ins Bild und du weißt, die hat irgendwas vor. Irgendwas hat die vor. Und es wird nichts Gutes sein. Aber ich kann ihn da total verstehen. Und er wirkte auf mich auch stellenweise wie so ein Kind. Ja, ja, er freut sich total. Genau, aber ich kann es ihm nicht verübeln, der arme Kerl.
Ja, richtig. Von daher hoffe ich irgendwie, ich bin ja so ein kleiner John Walker-Fan mittlerweile geworden, ja, steinigt mich, aber es ist so. Nee, ich gehe sogar so weit und sage, John Walker hat mit die krasseste Entwicklung in dieser Serie durchgemacht. Ja. Und meine Hoffnung ist halt tatsächlich, ich weiß, dass dieser Agent Walker auch irgendwie im Comic-Universum auch mal böse ist. Ich habe irgendwie. Aber er ist auch ab und zu gut. Nerd. Ja. Ich habe die Hoffnung für mich, dass er es schafft und ein Guter wird. Weil ich mag die Figur und ich finde, diese Figur hat ein bisschen mehr Anerkennung verdient. Und zwar innerhalb dieses Kino-Universums, genau wie außerhalb davon. Eine Frage, ich hoffe, ich greife jetzt nicht vorweg, aber ich weiß gerade nicht die richtige Reihenfolge und du, Sam, hast es ja aufgeschrieben. Die Szene mit dem Elijah in diesem Museum, kommt die noch oder war die schon? Die kommt noch, ne? Isaiah. Die jetzt mit Isaiah, genau. Ne, jetzt kommt erst die Szene mit Bucky bei Mr. Miyagi, wo er sich entschuldigt. Wo er ihm gesteht, Entschuldigung, übrigens, ich habe deinen Sohn umgebracht. Und danach so diese Szene bei der Psychologin, ja, ich habe meine Liste abgearbeitet. Das ging jetzt schnell. Ja, und dieses das ist auch wieder, also ich kann verstehen, warum die das so schnell abgehandelt haben, klar. Ne? Aber das ist auch wieder so Sache, Marvel traut sich einfach nicht, so auch mal Sachen zu zeigen, die echt unangenehm sind. Ja, bestes Beispiel Wonder Vision. Vision ist tot, dem wurde der Kopf weggerissen oder ein Teil des Kopfes von Thanos. Und wie endet Wonder Vision? Ja, er könnte doch noch leben. Nee, Leute, das ist das finde ich so feige. So, man muss auch mal wirklich zulassen, dass schlimme Sachen geschehen und auch Sachen passieren, die unangenehm sind. Und die auch mal wirklich richtig behandeln und zeigen und nicht einfach, ja, übrigens, ich gehe da jetzt rein, mache ein dummes Gesicht und mir tut's leid und dann sage ich, ja, übrigens, ich habe deinen Sohn umgebracht und dann schneiden wir halt dazu, wie er die Wohnung wieder verlässt und dann einfach die Psychologin, die diese Strichliste da sieht und, oh ja, okay, er hat's jetzt geschafft. Das ist so, ach, ich finde das, ich weiß, es ist ein Produkt für den Massenmarkt, ganz klar, aber trotz allem finde ich das mittlerweile einfach nur noch faul und nervig und so schade, weil da so viel Potenzial drin steckt. Und ich bin gleich fertig, keine Panik. Und ich bin ja kein Comic-Experte, aber ich weiß, dass die Comics von Marvel, genau wie von allen anderen großen Verlagen wie DC oder Schieß mich tot, ja wirklich in alle Richtungen gehen. Da hast du ja von totalem Kitsch bis zu pompöser Action, bis zu Horror, bis zu totalem Trash, alles drin. Und ich finde es unglaublich schade, dass Marvel jetzt gerade, wo sie halt diese Serien haben, wo sie sich eigentlich mit ausprobieren könnten, trotz immer noch diese verfickte, scheiß alte Schiene fahren. Und das ärgert mich. So, Entschuldigung. Richtig, es hätte nicht wehgetan, wenn die Folge von mir aus 5 Minuten länger gegangen wäre, aber man hätte mehr ein bisschen diese Dramatik oder die, wie sagen wir, Dramaturgie zwischen den zwei erlebt, wie es wirkt wirklich so, übrigens, ich habe deinen Sohn getötet und er so, ach du warst es, ach ja, komm rein, wir trinken Kaffee und dann später sehen wir uns nochmal im Restaurant und es wirkt halt so. Wie stark wäre es denn gewesen, wenn du das siehst und dass der alte Mann dann nicht, weil, also ich muss sagen, ich habe es so verstanden, dass der alte Mann ihn verziehen hat so ein bisschen. So, das war jetzt meine Wahrnehmung davon. Und dass der alte Mann aber ihn nicht verzeiht, sondern ihm die Teekanne entgegenwirft und ihn anschreit und weint und ihn verflucht und solche Sachen. Ne? Aber dieses so, ja, ich sag jetzt allen Leuten, ich habe irgendjemand umgebracht, der euch nahe stand und damit bin ich dann in Anführungszeichen geheilt. Nee, das ist mir zu billig. Es tut mir leid. Ja, bin ich bei dir. Dieser Sam hat zum Winter Soldier in der letzten Folge gesagt, das ist ein Weg, der wird dich dein Leben lang begleiten. Ja, ein Leben lang ist jetzt im Marvel-Universum 2 Minuten. Es hat mich an diese South Park-Folge Fehlgeburt einer Nation erinnert, wo dann der eine sagt, ach, tut mir leid, dass ich deinen Vater umgebracht habe. Ich werde es nie wieder tun. Ähnlich, ja, definitiv. Ähnlich war das da abgehakt. Ja. Das nimmt auch dem Winter Soldier echt ein Stück weit diese Tragik, die er hat. Und das finde ich halt kacke. Für mich hätte sich das von mir aus auch über die nächste Staffel ziehen können, dass er da auf dem Weg der Läuterung ist. Aber jetzt so ein paar Ave Maria beten und alles ist gut? Nee. Ja.
Und ich muss ja sagen, es gab ja dann, wie gesagt, noch eine Szene, die ich auch furchtbar fand, aber da, ich warte noch, ich möchte jetzt hier nicht als Grumpy Stu gelten. Ich glaube, ich habe es mir eh schon mit den ganzen Marvel-Fans jetzt verscherzt. Außer mit uns. Ja, ihr seid mich ja schon gewohnt, deswegen ist das nicht so. Ja, richtig. Na, den nächsten Punkt, das ist nämlich dann, glaube ich, auch den, wo du, glaube ich, jetzt drauf zu sprechen kommen willst, nämlich Sam bei Isaiah. Er kommt bei ihm zu Hause an und spricht mit ihm, wo Isaiah auch so ein bisschen beeindruckt ist, was Sam jetzt durchgezogen hat. Also sprich, dieses Captain America Pseudonym angenommen. Genau, das Erbe anzutreten. Und möchte den zwei, also Isaiah und Eli, noch was zeigen und fährt mit denen ins Captain America Museum, wo jetzt ein extra Bereich ist für Isaiah. In welcher Zeit habt ihr diese Statue denn erstellt? Ich hatte nicht das Gefühl, dass da inzwischen so viel Zeit vergangen ist, dass man noch eine Bronzestatue. Nee, die hat John Walker zwischen seinem Schild erstellen und dem Kampf noch schnell gegossen. Okay, ja, dann ergibt es alles Sinn. Ja, das ist kein Problem. Oder irgendwelche Wakanda-Technik oder so. Weißt du, du legst ein Stück Obsttorte in eine Maschine, drückst auf den Knopf und dann kommt eine Bronzestatue raus. Nee, der 3D-Drucker hat das halt. Ja, genau, der bronzene 3D-Drucker, wer kennt ihn nicht? Der bronzefarbene 3D-Drucker, ja. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie es du dazu steht, aber als Isaiah das erkennt, Und auch sichtlich ergriffen ist und ihn dann in den Arm nimmt, und Sam, da hatte ich schon ein Kloß im Hals und musste so eine leichte Träne wegkriegen, weil man merkte doch. Soll ich schon? Ja, leg los. Ja, dieser Isaiah hat diese Ehrung verdient, aber ich fand das auch furchtbar, denn wir wissen, was dieser arme Mann alles durchgemacht hat. Und letztlich bekommt er halt eine Ecke in einem Museum, eine potthässliche Statue. Das ist ungefähr so, als würde ich Sam irgendwie 25 Tage lang jede Minute in die Eier treten und gebe ihm dann einen Preis dafür, danke, dass ich 25 Tage in den Eier treten durfte. Es tut mir leid, das ist so, nee, das fand ich auch unglaublich mies. Das hat mich sauer gemacht, tatsächlich. So, hey, du hast gelitten, aber hey, dafür ehren wir dich jetzt. Das ist so, oh nee, wirklich, nee. Also dieser Mann hat eine andere Art von Genugtuung verdient, finde ich. Ja, aber diese Art von Genugtuung, die du meinst, das wäre dann eben zu unangenehm für Marvel-Verhältnisse. Ich fand die Stelle, das war so eine schöne Klammer, die dieses Isaiah-Thema schön aufgelöst hat. Isaiahs Kind, der wird ja eventuell zum Patriot, also von den Young Avengers. Schön, dass der auch dabei war. Ich fand es eine nette Szene. Auch wenn ich da auch so ein paar kleine Logiklöcher sehe. Und trotzdem, ich habe denen den Moment gegönnt. Also wie gesagt, ich finde, dass diese Figur durchaus, also die hat auf jeden Fall eine Ehrung verdient und dass sie auch in die Historie eingeht. Aber das alles wirkte auf mich so, hey, tut mir leid, gut, habe dich 3 Jahrzehnte weggesperrt, gut, habe dich missbraucht, ey, komm, gut, ne, habe dich einfach fallen gelassen. Aber guck mal hier, eine Statue im Museum, ist doch geil. Und dann noch eine hässliche. Ja, also. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Fand aber ich auch irgendwie ziemlich feige und auch zu vereinfacht, weil diese Thematik von diese ausbeuterische, also die Thematik ist ja auch durchaus Ausbeutung. Und ich meine, wir können das natürlich jetzt gerne noch weiterführen und dann kommen wir letztlich zu einem Thema, was ja immer noch sehr präsent ist in der amerikanischen Geschichte, einfach weil es eine unglaublich große Ungerechtigkeit ist oder war, zum Glück war. Aber das war so ein bisschen, oh, ich fand das echt unangenehm. Wirklich. Also, oh, übel, sorry. Ich hab dich trotzdem lieb, Sam. Und ja, ganz gut. Ich freue mich schon, die demnächst wieder in die Weichteile schlagen zu können. Aber sei nicht böse, du kriegst auf jeden Fall einen Preis dafür. Krieg ich auch eine Statue? Nein. Oh, nee. Nur wenn Patrick sie bezahlt. Ja, genau. Naja, okay. Ich meinte halt, ich weiß, wofür die Szene stand oder stehen sollte. Natürlich, und deswegen habe ich halt diesen großen Malzkern. Und ich unterstreiche es nochmal, ich finde es gut und richtig, dass diese Figur auch geehrt wird. Aber ich war trotzdem, es hat mich wirklich sauer gemacht. Es tut mir leid. Ja, okay, kein Thema. Ich habe mich trotzdem lieb. Ja, ich dich gut. Auch. Patrick, könntest du es bitte für 5 Minuten allein lassen?
Warte, ich lege gerade schnell mit Zugang. Nein, eher von UM, dieses nette Lied aus dem Deadpool-Theme. Wham! Naja, gut, apropos Musik, wir kommen dann eigentlich schon zur letzten Szene. Das ist nämlich eine Grillparty an Sams Anlegesteg und es spielt On and On von Curtis Harding und dabei feiern sie halt alle und Sam und Bucky sind jetzt echte Buddies, echte Kumpels, denn sie legen sich im Arm und ja, wie empfandet ihr den Schluss? Mir ist da erst aufgefallen, warte mal, kann es sein, dass sich die letzten 20 Minuten so angefühlt haben wie ein Epilog? Mhm. Tatsächlich. Ne? Weil ich weiß noch, ich habe die halt geguckt und dann musste ich die für so 10, 15 Minuten unterbrechen. Ja, weil auch ein Marvel-Hasser wie ich muss mal seine Wäsche aus der Waschmaschine holen. Und als ich dann wieder am Platze war und auf Play gedrückt hatte, dachte ich so, okay, mal gucken, was jetzt noch groß kommt. Und da muss noch irgendwas richtig Bombastisches kommen. Oh nee, es war wirklich mehr wie ein Epilog. Und ich fand die Grillparty, nenne ich es mal, ganz nett. Ich meine, es ist halt dieses typische, ja, es ist jetzt erstmal fürs gut gegangen und jetzt haben sie erstmal eine gute Zeit und ja, aber weiß nicht, hat mich jetzt auch nicht, also es war okay. Es war nett. Ja. Ja. Du hast gesehen, dass die beiden jetzt ein bisschen dicke sind, gerade wenn Bucky ihn dann auf die Schulter klopft nach der Rede und sagt, ja, gut gemacht, Cap. Du merkst, die beiden sind jetzt Buddies. Find ich schön. Ich hoffe trotzdem, dass die beiden das Streiten nicht verlernt haben, weil das waren für mich auch so Highlights in der Serie. Ja, das wird auch beibehalten, denke ich. Aber ich fand diesen verträumten Blick auf die See, fand ich irgendwie komisch. Nach so. Dieser sonst so netten Folge, dann dieses Verträumte plötzlich. War seltsam. Gerade wo so viel angeteasert wurde, oh, da ist die Organisation, da ist die Organisation. Aber zumindest die beiden haben für einen kurzen Moment einen schönen Moment. Ja. Ich sehe gerade, dass wir schon fast 70 Minuten dabei sind. Ich würde sagen, ja, wir kommen am besten jetzt mal zur After-Credit-Scene. Und es tut mir leid, dass es so lange dauert heute. Aber wenn der Patrick einmal davon anfängt zu erzählen, was er scheiße fand, dann hört der Mann einfach nicht auf. Es ist furchtbar. Ja, gut, dann machen wir After Credit Scene. Patrick, was passiert denn da? Erzähl du mal. Sharon Carter ist vor Gericht und soll zur Verantwortung gezogen werden. Das ist wieder derselbe Richter, der John Walker so gnadenlos vernichtet hat. Aber bei Sharon Carter sagt er, ja, ach, sie haben ja so viel für ihr Land getan und es ist ja in ihrer Familie. Und sie spricht er frei. Und als sie dann rauskommt, keine paar Sekunden später, zückt sie das Telefon und sagt, ja, sie wird jetzt Regierungsbeamte, also kann sie allen möglichen Leuten jetzt noch schöne Infos zukommen lassen, nachdem das mit den Supersoldaten nicht funktioniert hat. Ja, auch nicht nur Informationen, sondern auch Prototypen von Waffen und so. Richtig. Ja, und wer hat es vorhin von euch beiden gesagt, dass es so eine Andeutung ist, dass sie vielleicht nur der Gehilfe oder die Gehilfin ist von dem wirklichen Power Broker? Ja, das würde auch so ein bisschen wieder diesen Mandarin-Twist geben, dass der Mandarin sich bisher auch noch nicht geoutet hat, sondern alle, die sich als die Person geoutet haben, waren bisher Untergebene. Willst du jetzt auf Shang-Chi anspielen? Ja. Ja. Ich meine, wie oft haben wir jetzt diese 10 verdammten Ringe gesehen und 10, 12 Jahre später sehen wir dann den echten Mandarin erst? Danke, Marvel. Ja. Gut, aber wir müssen jetzt hier Shang-Chi nicht thematisieren. Ich glaube, das machen wir, sobald der Film kommt und da werden wir auch wahrscheinlich auch wieder einen Cast raushauen. Also ja, in der Zwischenzeit gespannt. Kommt noch der Black Widow-Film, den wir wahrscheinlich auch oder vielleicht auch kritisieren werden und in diesem Black Widow-Film soll ja angeblich auch Contessa auftauchen. Mhm. Ich bin mal gespannt, wie groß ihre Rolle da ist. Film sollte ja chronologisch vor Falcon and the Winter Soldier kommen. Darf ich kurz sagen, dass ich es unglaublich schön finde, wenn ich mittlerweile irgendwie einen Film gucke, der einen Anfang und ein Ende hat und wo kein ganzes Universum rausgesponnen wird. Das ist eine schöne Erfahrung. Also, es ist
es fühlt sich mittlerweile fast schon fremd an, wenn eine Geschichte abgeschlossen ist. Tatsächlich ging mir das so bei Boss-Level, aber das ist auch ein anderes Level. Da können wir später gern persönlich noch ein bisschen drüber quatschen. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen Deckel drauf, jo, weil das war nämlich die Folge. Und wir machen ja am Schluss immer noch so eine kleine Bewertung. Ich weiß, du bist kein Punkteliebhaber, deswegen haut er heute Katzen oder weiß ich was in den Topf. Was? Und also bitte, keine Ahnung. Topf, also Katzen und Hunde brät man, das weiß man, also bitte. Okay, achso, oder in den Backofen im Butter, ja, genau. Also ein kleines Fazit und dann hau halt irgendwas in die Pfanne. Okay, weißt du was, weil ich jetzt heute echt ziemlich fies gegenüber der Serie war, werde ich wirklich Punkte vergeben. Und zwar für die gesamte, für die gesamte Serie. Ja? Okay. Okay. Technisch, genau wie WandaVision, war das einwandfrei. Definitiv einwandfrei. Die Action war an und für sich auch jedes Mal gut. Hat mich nicht immer umgehauen, aber war jedes Mal gut umgesetzt. Darstellerisch fand ich, war das auch alles okay. Sie hatten mit John Walker eine unglaublich interessante Figur. Für mich wahrscheinlich so der MVP der Serie, auch wenn das viele anders sehen, außer meine werten Kollegen, weil die haben ja auch Ahnung. Beschwerden bitte an andy@telestammtisch.de. Dankeschön. Es ist keine schlechte Serie, Gott bewahre. Aber ich finde, dass sie mir nochmal deutlich gezeigt hat, Marvel hat einfach keinen richtigen Mut. Und die sind so erfolgreich, dass sie sich eigentlich mal zumindest ein bisschen Mut trauen könnten. Und ich bin von dem Ende nicht so enttäuscht wie bei WandaVision, weil WandaVision fing halt wirklich frisch und neu an, für mich zumindest, und endete dann halt wieder in ja MCU-Standardbrei. Und Falcon and the Winter Soldier war von Minute 1 an für mich ganz klar, das ist eine klassische Marvel-Formel, die erfahren. Deswegen war die Enttäuschung nicht ganz so groß. Nichtsdestotrotz keine Serie, wo ich jetzt sage, oh, wie schade, dass die vorbei ist. Ich bin trotzdem gespannt auf Loki. Ich glaube, Loki, da fand ich den Trailer sehr, sehr ansprechend. Ich glaube, das könnte auch was werden. Vielleicht schaffen sie es da irgendwie mal ein bisschen aus ihrer festgefahrenen Formalität auszubrechen. Ich will es nicht so ganz glauben, aber ich hoffe es. Kurz gesagt, ich gebe Falcon the Winter Soldier gebe ich knappe 2,5 von 5 kleinen Mädchen, die nicht mit Supersoldaten-Serum spielen sollten. So, bitte. Okay. Gut, Patrick, dann hau du mal raus. Ich fand, es war ein im Prinzip würdiges Ende. Ich war auch nicht ganz so enttäuscht wie bei WandaVision. Und trotzdem, das ist mir spätestens jetzt hier bei diesem Recap oder wie auch immer wir das nennen wollen, aufgefallen, wie viele Ungereimtheiten sind denn in diesem Finale. Viele Sachen wirken nicht wirklich gut genug durchdacht. Ja, da fehlt die letzte Konsequenz dann auf den letzten Meter. Trotzdem, es war einfach ein schöner, netter Sommerblockbuster, den wir ja so wahrscheinlich erstmal nicht so schnell zu sehen kriegen, zumindest nicht im Kino. Ich hatte mal Spaß, das war deutlich geradliniger. Das war vielleicht mit einer der Stärken, weil man so halt wirklich auf ein bisschen mehr Unterhaltungskino gehen konnte. Und dann immer in den Momenten, wo man dann das Ganze ein bisschen politisch machen wollte, hat sich die Serie dann doch ein Stück verhoben. Trotzdem, wegen mancher Aussagen, bestimmt eine wichtige Marvel-Serie, gerade durch die Black Lives Matter-Bewegung. Ich gebe den einfach als Gesamt, ich gebe der Folge 3 von 5 zerbeulte Schilder. Okay. Sommerblockbuster und das schon im Frühling. Sehr schön. Ich mach's kurz. In der Kürze liegt die Würze. Ich gebe auch 3 Punkte und bin da eigentlich bei euch beiden. Punkt. Nee, wir machen ja noch eine Zusammenfassung von der ganzen Folge und da können wir direkt von der ganzen Staffel. Manche Punkte von der ganzen Serie, von der ganzen Staffel, genau. Und da können wir dann auf Punkte genauer eingehen, wie zum Beispiel schauspielerische Leistung und so weiter. Da bin ich schon beim Stu, da fand ich auch alles stark. Die Folge fand ich aber ein bisschen schwächer jetzt hat wie die Folgen davor, deswegen nur 3 Punkte. Oder 3 zerbeulte Schilde. So, genau. Das war's dann von uns. Wir bedanken uns mal wieder, dass ihr die ganzen Recaps für die Serie euch angetan habt. Nee, euch angehört habt natürlich.
bedanke mich natürlich auch beim Chef, dass er uns das wieder zugemutet hat. Wie sagt man, angetraut hat? Zugetraut. Zugetraut. Oh Gott, mein Deutsch lässt nach zu später Stunde. Du bist schwach. Es ist ja auch halt eins. Ja, und freue mich jetzt dann demnächst dann auch auf Loki, aber da gehen ja noch ein paar Wochen ins Land. In der Zwischenzeit und werden wir MODOK sehen, in der Zwischenzeit werden wir noch so ein paar andere Recaps machen, die das Ganze so ein bisschen erläutern. In der Zwischenzeit wird es auch so eine kleine Besprechung zu Rebels und zu Clone Wars geben. Also der Telestammtisch lässt euch nicht in der Zeit mit Serienstoff in Ruhe. Nee, es geht knallhart weiter. Genau, es gibt also auf jeden Fall viel auf die Ohren. Aber nicht nur bei uns beim Telestammtisch, sondern auch bei Movie Break. Denn Movie Break hat auch richtig coole Podcasts und die höre ich auch ziemlich gern. Nörst du? Du wirst nicht dafür bezahlt, aber ja, das stimmt. Gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Erst sage ich Tschüss, dann sagt der Gast. Stu, zuerst sagt der Gast Tschüss, würde ich sagen. Soll das? Okay, dann sagt der Gast halt erst Tschüss. Der Gast muss euch mal wieder zeigen, wie es funktioniert. Ich verstehe das schon. Also, vielen Dank, dass ihr uns drei Labersäcke zugehört habt. Wenn wir eure Gefühle verletzt haben sollten, das tut uns leid. Das war nicht unsere Absicht, außer Sam, der mag euch nämlich alle nicht. Sam, musst so Witze immer machen, wenn ich gerade trinke? Und Sam will einfach nur seinen eigenen Bronzeschild schickt den, holt euch die Kontaktdaten dazu an info@telestammtisch. Nein. Ja, der Betreff ist Bronzener Schwabe, nur so als Tipp. Nein. Und gerne so ein paar Spätzle aufs Logo. Ich weiß, ich habe nicht viel dafür getan heute, aber wenn ihr diesen Podcast vielleicht bei Spotify hört, dann denkt dran, ihr könnt dort dem Telestammtisch folgen, das würde uns helfen. Und ihr könnt natürlich gerne auch eine Bewertung dalassen auf Apple Podcasts und überall da, wo man Podcast hören und bewerten kann. Auch da würden wir uns über eine positive Bewertung freuen. Warum? Weil sonst der Schwabe weint. Und das will doch niemand. Also, vielen Dank fürs Zuhören und ich sage Tschüss. Ciao. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.